Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der OV Videowochenschau. Am Dümmer neigt sich die Segelsaison dem Ende zu. Und ich durfte einmal bei der Segelschule Godewind den Jungs und Mädels über die Schultern schauen, wie genau sie sich jetzt auf den Winter vorbereiten. Das Erste, was wir machen, wir holen alle Boote rein. Das heißt, wir fangen an, sie komplett abzutakeln. Der Baum wird abmontiert, der Mast wird runtergelassen. Und dann werden die Boote mit dem Kran aus dem Wasser gezogen. Wir haben aktuell 15 bis 20 Boote an der Anlage stehen und fangen peu à peu an, die alle reinzuholen. Gucken natürlich, dass wir wirklich bis Saisonschluss immer noch ein paar Boote im Wasser haben. Falls nochmal Schüler vorbeikommen oder Leute, die Lust haben zum Segeln, das schöne Herbstwetter einfach nochmal nutzen. Und dann fängt es eigentlich damit an, dass man so die feinen Sachen durchgeht. Die Segel werden genau durchgesehen, ob wirklich irgendwo noch Risse vorhanden sind. Dann werden die Boote in die Halle gebracht und dort werden sie halt eben nochmal komplett neu überholt, gestrichen, die Technik wird erneuert und was sonst noch so anfällt. Also für uns war es eine schöne Saison, einmal zu sehen, dass wir mit sehr, sehr guten Bedingungen zu tun hatten. Wir hatten überhaupt keine Plagen, die Zuckmücken waren nicht vorhanden, das Laichkraut war nicht da und es war auch gar kein Fischsterben, keine Blaualgen hier am Westufer. Insofern, der Wasserstand war hervorragend, wir hatten also Top-Segelbedingungen und das hat sich auch relativ schnell rumgesprochen. Es sind viele Leute gekommen, die Ferienkurse für die Kinder waren gut besucht. Wir hatten eine große Anzahl von neuen Binnenschülern, die hier den Sportbootführerschein Binnen machen und haben also für diese Saison oder in dieser Saison eine sehr positive Resonanz gezogen und hoffen auch, dass es so bleiben wird. Und wir haben dann auch nochmal Theoriekurse von der VHS, wo die Leute ihre Binnentheorie machen oder auch Sportbootseetheorie. Und insofern sind wir auch im Winter gut ausgelastet. Haushoch gewann zuletzt Rasterfechter gegen das Team aus Nürnberg. Ob ein Sieg gegen Paderborn folgen wird? Trainer Andreas Wagner stand meinem Kollegen Carsten Boning nach der letzten Partie Rede und Antwort. Und da schauen wir jetzt noch einmal rein. Am kommenden Samstag kommen die Finke Baskets Paderborn. Ein Gegner, der sicherlich dafür sorgt, dass Rasterfechter die Favoritenrolle haben wird. Inwieweit ist es jetzt unter der Woche die Aufgabe, die Mannschaft auf eine Aufgabe vorzubereiten, die man eigentlich lösen muss? Mit einem Sieg, das ist genau wie gesagt, nach einem Sieg kann man nicht alles schönreden, genauso wie man nach einer Niederlage oder zwei Niederlagen nicht alles schlecht reden kann. Wir müssen aber weiter arbeiten. Wir haben einen guten Schritt in die richtige Richtung gemacht und jetzt gilt es volle Konzentration auf Paderborn, weil danach haben wir auch zwei schwere Auswärtsspiele wieder. Also es geht gleich weiter und die Liga ist einfach sehr, sehr gut geworden, sehr ausgeglichen und man kann nicht erwarten, dass man da durchmarschiert. Und ich habe immer gesagt, wir wollen oben mitspielen, aber das ist nicht so einfach. Man muss da alles zusammenbekommen. Heute, glaube ich, haben wir das schon ganz gut gelöst als Mannschaft. Das ist jeden Tag, jede Woche wird das wieder neue Arbeit werden, die Mannschaft vorzubereiten und um besser zu werden. Neue Saison für unsere Rasterjungs und auch eine neue Version für unsere Raster-App der Oldenburgischen Volkszeitung. Hier gibt es mehr Informationen über Rasterfechter, die Neuigkeiten direkt aus der OV auf euer Smartphone. Immer informiert, was rund um Raster passiert. Und natürlich ganz wichtig, unbedingt mit dabei sein, muss der Live-Ticker. Ganz wichtig für jedes Auswärtsspiel. Alle Spielaktionen direkt in der App. Und natürlich jede Menge mehr. Jetzt downloaden für alle iOS-Kunden, für alle Apple-Kunden im Apple iOS Store und für Android im Google Play Store. Immer mehr Möglichkeiten in immer kürzerer Zeit. News auf allen Kanälen. Ein Interesse, 1000 Treffer. Doch was ist wirklich wichtig? Was kann ich glauben? Was sind all diese Informationen wert? Je mehr es davon gibt, desto mehr wächst auch der Wunsch nach Orientierung. Nach glaubwürdigen Artikeln aus erster Hand. Ausgewählten Themen, die wirklich interessieren, egal wo sie stehen. Und nach einer Berichterstattung, die alle Seiten betrachtet. Das ist es, was meine Zeitung stark und einzigartig macht. Weil jedes Wort Hand und Fuß hat. Mich mitreden lässt. Meinen Blick erweitert. Uns verbindet. Ja.
weil jedes Wort das Wichtigste aus Tausenden ist. Deswegen ist meine Zeitung jedes Wort wert. Und sportlich geht es weiter bei uns, denn mein Kollege Max Fuhrmann, der wollte es unbedingt wissen und forderte Handballerin Elisabeth Haskamp zu einem Duell auf. Wie das ausging, das sehen wir jetzt. Hi liebe UV-Freunde, hier ist Max Fuhrmann. Ich befinde mich heute in der Halle West in Vechta. Ich treffe mich nämlich gerade mit Elle Haskamp, die werde ich jetzt gleich interviewen, aber vorher fordere ich Elle zum Duell. Hi Elle, meinst du, hast eine Chance gegen mich? Ah, wir werden mal sehen. Alles klar. Und wer das Porträt in der gedruckten Ausgabe verpasst hat, der findet den Artikel als E-Paper in unserer Bibliothek auf www.ov-digital.de. Nach so viel Sport wird es Zeit, ans Essen zu denken. Mein Kollege Matthias Nihus, der wurde neulich großzügig bekocht. Von wem und wo, das seht ihr jetzt. Was machen UV-Redakteure eigentlich nach Feierabend? Sie treffen sich zum Beispiel mit Menschen, die sie im Dienst kennengelernt und schätzen gelernt haben und sind mitunter zum Abendessen eingeladen. Heute zum Beispiel bin ich bei Kaplan Silva in Holdorf und freue mich unglaublich auf ein original indisches Essen, weil Kaplan Silva kocht. Er hat heute zubereitet indischen Reis, der ist gelber Reis. Ja. Was kommt da alles rein beim gelben Reis? Das ist Erdnüsse, und dann ein bisschen Grün Chili, Rot Chili, ein bisschen Zwiebel. Ah ja, okay. Also ein pikanter Reis. Ja. Ich lasse mich überraschen. Das ist Hühnchen gerist. Ja. Ja, das ist Eier und Tomate gerist. Mhm. Das ist Weißreis. Weiß, dann Linsen gerist. Dann gibt's Hühnchen. Hühnchen im Öl. Die indische Küche machen vor allem Gewürze aus. Pa hat ja Kaplan Silva an der Wand, aber vor allem hat er sie im Schrank. Und da bin ich jetzt mal gespannt. Ja, gibt es so viele Gewürze. Ach ja. Und das sind vor allem alles Gewürze, die wir so gar nicht kennen. Wie kriegt man die hierher? Kann man auch in Vechta kaufen. Ach. Vechta Asienmarkt. So, das Essen hat gemundet. Ich habe artig aufgegessen, wenngleich ich natürlich von den vielen Dingen, die ja angeboten wurde, eigentlich nur von jedem habe probieren können. Es war zu viel. Ja? Und es war aber auch hervorragend gekocht. Na, das ist doch die Hauptsache, dass es geschmeckt hat. Am Ende der Sendung noch ein Veranstaltungstipp. An diesem Wochenende findet im Auktionszentrum in Vechta das Hallenchampionat statt. Nächsten Freitag ab 18 Uhr gibt es eine neue Ausgabe der OV-Videowochenschau. Bis dahin wünsche ich euch im Namen der Oldenburgischen Volkszeitung eine schöne Zeit.